Hallo und herzlich willkommen, euer Wizard am Start, und heute gibt es eine Storytime. Und zwar die erste von meiner schizophrenen Lebensphasen. Und zwar, heute geht es um das Thema, wie bin ich überhaupt zu chemischen Drogen gekommen? Rauchen bin ich in Kontakt mit, also Nikotin bin ich schon mit 11, 12 in Kontakt gekommen, habe es gekauft. Richtig angefangen habe ich dann so mit 13, 14, weil am Anfang habe ich nicht in meine Lunge zu können. Aber das spielt ja nicht so viel Rolle. Dann ist natürlich Alkohol gekommen, also, und dann so mit 14, 15 bin ich zu Cannabis gekommen. Und was war natürlich, es hat mir gefallen, ich habe alles lustig gefunden, aber da muss man sich fragen, ist Cannabis die Einstiegsdroge, wo man zur Chemie kommt? Eigentlich könnte man sagen, dass das stimmt. Aber weil früher habe ich immer gesagt, ich nehme nie Chemie, nur Gras. Aber ja, das sollte sich, wie ich 16 war, ändern. Da war ich auf einem Festival und habe ein bisschen MDMA besorgt. Die Kuscheldroge, habe natürlich das schönste Gefühl überhaupt. Das heißt, die Kuscheldroge, wenn man alles und jeden liebt auf einmal. Es wird so viel Serotonin und so ausgestoßen. Und ich habe so getanzt wie noch nie, könnte man sagen. Es hat mir richtig Spaß gemacht, ich war selbstbewusst. Ich war schon früher nicht immer der Selbstbewussteste und darum war diese chemische Droge MDMA, die erste chemische Droge, die ich jemals genommen habe, einfach eine Motivation, weil auf einmal war ich selbstbewusst, habe mich alles traut und scheiße einfach. Das ist nur Einbildung, das ist eine Droge, da wird dein Gehirn durcheinander gebracht. Aber ja, ich habe es genossen, die Drogen. Ich war nämlich psychisch abhängig. Wenn man auf einmal selbstbewusst ist und so, wenn man sowas nimmt, dann will man es natürlich immer öfter. Und das ist auch so passiert, ne? Auf jeden Fall bin ich dann zu, sagen wir mal, härteren Drogen gekommen, wie zum Beispiel Amphetamin, oder die schlimmste Droge, die ich genommen habe einmal in meinem Leben, war Crystal Meth. Ich habe es einmal genommen, aber das hat mir richtig einen Schaden reingehauen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, um die Drogen. Drogen sind grundsätzlich scheiße. Man kann zwar seinen Spaß damit haben, aber es kann sehr gefährlich ändern. Weil früher habe ich mir auch immer eingeredet. Ja, was so ist. Ich werde eh nicht schizophren. Ich habe mich immer eingeredet, nein, ich werde nicht schizophren und so. Und was habe ich bekommen? Eine fucking Schizophrenie. Für die ich sogar dankbar bin, weil es mich aus diesem Loch der Drogen rausgeholt habe. Früher, also eigentlich hat die Psychose, die hat sich entwickelt, weil ich habe mich schon immer als was Besonderes gefühlt, weil ich einfach mehr Party, Leinwand war und so und coole Sachen erlebt habe, schon früher mit, in jungen Jahren habe ich schon sehr viele Sachen erlebt, coole und auch schlimme natürlich, es ist ein Auf und Ab. Aber naja, durch die Drogen bin ich immer wieder mehr, ich habe mir immer meine Horoskope und so angeschaut und habe fest daran geglaubt, wo ich schon ein bisschen schizophren war, die schizophrene Gedankengänge schon gehabt habe, und ich dachte, ich bin auserwählt, ich bin einfach, ich habe nicht an Gott geglaubt, aber ich habe ans Universum geglaubt und ich dachte, das hat mich auserwählt wegen den Horoskopen und immer da alles passt und immer so arge Sachen erlebt und dass ich einfach anders bin und ja. An das Universum habe ich dann immer fester geglaubt und dann habe ich auch Bilder zufällig entdeckt, die was mich noch mehr darin bestätigt haben, aber da war ich schon. Das war schon eine Anfangsphase von der Schizophrenie, diese Glauben. Weil ich immer mehr Drogen genommen habe, ich habe jeden Tag nach der Arbeit ungefähr so einen langen Joint geraucht und das war nicht der letzte dumme Tag, das war einfach, wir haben so viel geraucht, okay, ich mit meinen Leuten. Auf jeden Fall war das nicht gut, denn ich bin immer schizophrener, dann habe ich schon immer öfter so Optics gehabt vom Gras und da habe ich mir gedacht, yo, ein bisschen trippen, yeah! Aber das ist scheiße, das ist einfach der Anfang von der Schizophrenie, das muss einem mal klar werden. Aber wenn man sich selber einredet, man kann nicht schizophren werden, dann ist das halt ein Problem, weil jeder kann schizophren werden, jeder, der Drogen nimmt, kann schizophren werden. Und so weiter und so fort. Okay, jetzt fangen wir mal an. Jetzt bin ich zur Drogen gekommen.
Das war mal die Geschichte, wie ich zu Drogen gekommen bin. Einfach durch mein Selbstbewusstsein push, ist natürlich nur Fake-Selbstbewusstsein auf Drogen, aber man pusht das trotzdem. Man ist nicht wirklich selbstbewusst, aber man glaubt, dass man selbstbewusst ist. Und die geilste Schnitte überhaupt, wenn man ja Drogen nimmt. No, 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 no. Aber das ist Bullshit. Auf jeden Fall, der Mittelfinger war nicht zu euch, sondern für mein vergangenes Ich. Na Spaß. Auf jeden Fall. Ja, ich habe halt immer fester an mein Schicksal geglaubt. Ich war ein kompletter Misanthrop. Ich war davon überzeugt, dass ich reich werde und so weiter. Und ich war richtig ein böser Mensch teilweise in meinen Gedanken. Nicht wirklich böse, aber ich war ein kompletter Misanthrop, weil ich nur das Schlechte in den Menschen teilweise gesehen habe. Durch die ganzen Deep Web Videos von Multi zum Beispiel. Das hat mir immer mehr einen Schaden reingehört. Ich habe die Menschheit immer mehr gehasst, ganz besonders die Pet Crasher, oder wie man das nennt, die einfach auf Tiere raufsteigen und sie damit töten. Die können sich einmal ficken, okay? Die können sich einmal richtig in den Arsch ficken. Okay. Sorry. Dass das jetzt ein bisschen ausgehuft, ruft. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Auf jeden Fall, Drogen verändern das Gehirn. Auch wenn man nicht glaubt, jeder Mensch hat in seinem Leben einen psychotischen Schub, habe ich einmal gelesen. Und das habe ich mir auch schon ein paar Freunde bestätigt. Aber eine Schizophrenie kann halt auch immer ausbrechen. Ne? Also, jetzt war ich auf Drogen, habe immer mehr Optics geschoben und irgendwann einmal sind die Optics nicht mehr weggegangen von Cannabis. Das habe ich euch eh schon mal erzählt. Ich habe zudacht, ich habe mir gar nichts so gedacht, wenn es googelt hätte, hätte ich wahrscheinlich mitgekriegt, oh scheiße, das könnte eine Schizophrenie sein. Aber ich als Jugendlicher immer auf Drogen, habe mir so gedacht, ja scheiße, da war Optics mehr, aber sie sind nicht mehr weggegangen, that's the problem. Und ja, bei einer besonderen Drogenmischung hätte ich was merken sollen, weil da habe ich einen Mischkonsum gemacht und dann habe ich Schattenwesen gesehen. Ich habe Schatten gesehen, ich habe mit den Schatten gekämpft sogar und die haben mitgespielt bei denen. Ich war komplett in Angst einfach, wenn man Schatten sieht auf einmal. Ich meine Silhouetten, so richtige Wesen, die herumgehen und so weiter. Das war eigentlich einer der Anfänge von meiner Schizophrenie, diese Schattenwesen. Die habe ich dann ein paar Wochen gehabt und dann ist sie wieder weggegangen. Und jo, auf jeden Fall, das Thema geht nur um die Drogen. Ich war jetzt bei Drogen, habe immer mehr genommen, habe nicht aufgehört, obwohl ich auch diese Schatten schon gesehen habe, habe ich teilweise noch Drogen genommen. Und diese eine Drogenmischung habe ich dann noch einmal gemacht und dann sind die Schatten noch länger geblieben. Wenn man sich so überlegt, so dämlich, aber wenn man die ganze Zeit auf Drogeneinfluss ist, dann ist das ein Problem. Das macht einen schizophren. Natürlich könnte es auch sein, dass ich Veranlagungen dazu habe und darum das ausgelöst worden ist, aber im Prinzip sind eindeutig die Drogen schuld. Und ich schwöre euch auf alles, man braucht keine Drogen, um glücklich zu sein. Man kann sein Selbstbewusstsein auf andere Wege aufbauen und zwar auf stabilere Wege. Weil Drogen, wenn die weg sind, hast du zwar noch den wow, fake Selbstbewusstseinsfaktor, aber ja, ist kacke. Und eines Tages habe ich dann einen LSD-Trip mit einem Freund genommen. Und da ist das erste Mal eine perfekte Schizophrenie ausgebrochen. Eine perfekte, es hat so perfekt zusammenpasst, dass ich jahrelang in der Schizophrenie drinnen war und das bedacht habe, was ich gesagt habe. Aber das werde ich euch erst beim nächsten Mal erklären, dass spannend bleibt. Okay Leute, nehmt keine Drogen, auch wenn ihr nicht schizophren seid. Man kann alles bekommen, auch eine Schizophrenie, auch wenn man es nicht glaubt. Es ist möglich, dass man sie bekommt. Es ist meiner Meinung nach alles möglich. Okay, auf jeden Fall das war's mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Nehmt keine Drogen, schon gar nicht, wenn ihr schizophren seid. Und jo, bald geht es weiter mit der Story, nächste Woche dann. Und jo, dieser LSD-Trip, das was ich euch nächste Woche erzählen werde, das wird euch. Auf jeden Fall, das war's jetzt fürs Erste und Peace out, liebe Freunde.